Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu Let's Play Winx Club. Wir waren hier stehen geblieben. Wir müssen noch kurz nach oben. Also wir müssen nicht, wir wählen. Wir gehen kurz nach oben und geben Musa ihr Minotaur-Haar für ihre Gitarre. Kann ich mit ihr reden? Nee? Okay, dann halt nicht. Ach, die sitzen da immer noch so komisch. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mit Brandon reden. Oh, da können wir nicht runterspringen. Schade, Schokolade. Ah, ich liebe Schokolade. Mögt ihr Schokolade? Wenn ja, was für eine Schokolade? Dunkle Schokolade, helle Schokolade, weiße Schokolade. Keine Schokolade. Schreibt es einfach in die Kommentare. Nee, zu Luma wollten wir nicht. Wir wollten zum Telefon. Das Telefon ist hier. Bereit für die Verabredung? Nee, Moment. Möchte der Grießbrei ihr Buch haben? Nee? Okay. Gut, dann, dann sind wir jetzt fertig. Dann sind wir bereit. Seid ihr bereit für das Alien oder das Alien des Tages? Hast du dich denn wohlgefühlt in letzter Zeit? Oh mein Gott. Er sieht in der Show, sieht er hübsch aus, aber hier. Mein Gott. Und er. Obwohl er nicht rede. Okay. Nein, manchmal denke ich, ich hätte nicht nach Magix kommen sollen. Naja, schon. Aber mir gehen da so ein paar andere Dinge durch den Kopf. Klar, ich rede gerne. Und wenn mich etwas bedrückt, dann will. Ich zuallererst darüber reden. Na, das stimmt für mich auch schon mal. Das Eis sieht interessant aus, wobei die da hinten hat nichts, die wartet wahrscheinlich noch. Also, was beschäftigt dich? Es ist einfach schwierig für mich zurzeit. Alles ist so verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Fee bin. Ich meine, ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Wie meinst du das? Ich habe herausgefunden, dass ich nicht von der Erde stamme. Und ich weiß nicht, wer meine leiblichen Eltern sind. Das bedeutet, dass meine Kräfte möglicherweise böse sind. Was ist, wenn ich in Wirklichkeit eine Hexe bin oder sowas? Nein, Blum. Ich weiß, dass das nicht wahr sein kann. Guck mal, auf dem Bild. Es sieht so hübsch aus da unten. Und dann das. Wie? Wieso? Und wie überhaupt? Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn ich nicht weiß, wie meine leiblichen Eltern waren, dann weiß ich auch nicht, wozu ich vielleicht wirklich fähig bin. Tja, du weißt, wer deine Erdeneltern sind. Und du weißt, wer du selbst bist. Ich denke, das ist es, was zählt. Weißt du, Blum, in der Rote Fontäne-Schule lernen wir, dass die Identität eines Spezialisten in seinem Körper versiegelt ist. Wenn wir zu einem Kampf gezwungen werden, kann der Feind uns zwar täuschen und uns so verwirren. Aber an der Roten Fontäne lehrt man uns, wie wir unsere wahre Natur wiederfinden können. Es ist die wichtigste Lektion, die wir lernen. Und jedes Mal, wenn wir die Schule betreten, müssen wir das Passwort 0001 eingeben, um uns daran zu erinnern, dass jeder Spezialist nur über eine einzige wahre Identität verfügt. Einen Moment bitte. Okay, ich musste nur kurz mich ausniesen. Moment, 001. Das klingt nach einem neuen Code. 0, 0, 0 und 1. Okay. Ich hoffe, du lügst nicht, Brandon. Ich hoffe. Tja, ich bin kein Spezialist, also hilft mir das eigentlich gar nicht weiter. Wow, deine Schule hört sich echt toll an. Vielen Dank, Brandon. Was du gesagt hast, wird mir wirklich helfen. Vielen Dank, Brandon. Was du gesagt hast, wird mir wirklich helfen. Du wirst sehen, dass es alles stimmt. Du musst lediglich dich selbst entdecken. Okay. Ja, ich muss mich gleich wieder auf den Weg zurück zur Roten Fontäne machen. Heute habe ich den Schwertkampf-Einstiegskurs. Oh, okay. Sag mal, feiert ihr an der Roten Fontäne-Schule coole Partys? Weißt du, ich habe dieses Kleid gekauft und ich kann es kaum erwarten. Brandon, es gibt da etwas, das ich dich fragen wollte. Weißt du, ich habe da dieses neue Kleid gekauft und ich kann es kaum erwarten, es bei einer besonderen Gelegenheit zu tragen. Ist nicht bald der Tag der Könige? Oh Mann, die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man sich amüsiert. Ich beeile mich besser, sonst verpasse ich noch meinen Kurs. Wow. Wow. Hat er das gerade wirklich gemacht? Wir haben ihn gefragt gehabt für etwas nach einem Date und er...
Oh, wie die Zeit vergeht. Huch! Ja, danke, Brandon, für nichts. Vielen lieben Dank, Brandon, für absolut gar nichts. Okay, ich denke... Oh. Ich habe gehört, dass es an der Rote Fontäne-Schule einen Kampf gegeben hat zwischen dem Prinz und einem anderen Jungen. Raven oder so. Riven, nicht Raven. Kaum zu fassen, ein Kampf, wo der Tag der Könige doch kurz bevorsteht. Ich hoffe, dass sie beide bestraft werden. Emerald. Okay. Oh nein, mit der wollen wir nicht reden. Wo ist denn jetzt Grießbrei wieder? Wahrscheinlich da drüben. Wir haben doch ein Buch für Grießbrei. Wieso können wir ihr das nicht geben? Falls ihr nicht wisst, wer Grießbrei ist, das werdet ihr gleich sehen. Oh, nein, das ist nicht Grießbrei, aber die brauchen wir trotzdem. Ich bin so müde. Irgendwas hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Ich frage mich, was diesen ganzen Krach verursacht hat. Ich bin auf der Suche nach einem Buch aus der Bibliothek, das Professor Whiskers benötigt. Klar, Blum, ich habe das Buch hier. Aber erst musst du mir eine Frage richtig beantworten. Okay. Welcher der folgenden Namen gehört nicht zu einem der Spezialisten? Brandon, Timmy, Sky, Braven und Riven. Braven definitiv nicht. Du hast recht, Blum. Braven ist kein Spezialist. Hier ist das Buch, das du benötigst. Dankeschön. Jetzt können wir zurück zu Professor Whiskers. Da müssen wir sowieso hin, denn wir haben neue Sterne, die wir verwenden können. Wir haben 4000 Sterne, von denen wir Bilder freischalten können. Dann gehen wir doch da mal direkt hin. Habt ihr das auch immer mal gespielt, dass ihr die Risse nicht anfassen dürft oder eine gewisse Farbe, ansonsten seid ihr tot? Das haben wir immer früher gespielt gehabt, als wir jünger waren, als wir zur Schule gegangen sind oder von der Schule weggegangen sind. Okay, so, jetzt einmal hier durch, bitte. Da, oh, hallo Tekna. Ich hoffe, dass du gelernt hast, Blum. Ich habe das Gefühl, dass wir bald geprüft werden könnten. Übrigens, Blum, ich habe einen Trainingsdroiden XJ5 zugeschickt bekommen und ich brauche immer noch 3 Droidenteile, um ihn zu reparieren. Wenn du das nächste Mal in der Rote Fontäne-Schule bist, könntest du mir dann ein paar Ersatzteile mitbringen? Jo, können wir machen. Wir wollten aber erst zu Whiskers. Hallo, Blum. Du hast doch noch nicht die gesamte Ausstellung gesehen, oder? Nein, noch nicht. Nur weiter so. Du bist eine der wenigen, die sich für Kunst interessieren. Blum, absoluter Facepalm. Danke, Blum. Das wären dann alle. Hier ist ein kleines Geschenk, weil du mir geholfen hast. Oh, vielen lieben Dank. Das hat sich doch gelohnt. Gut, wir gehen natürlich jetzt noch hier hinten hin und gucken, was wir hier so freischalten können. So. Ah, genau, das war die Flora. Oh, da ist Flora einmal verwandelt. Flora in einem Freizeitoutfit. Da ist Musa. Musa verwandelt. Musa in einem Freizeit- oder Ausgeh-Outfit, sage ich mal. Mensch, jetzt wird's richtig teuer. Tekna verwandelt. Huch. Und Tekna in einem Ausgeh-Outfit. Und jetzt können wir schon nichts mehr haben, denn es kostet jetzt 750 Sternen. Sternchen. Damit wir da hier was. Hallo Blum. Ja, das habe ich. Nur weiter so. Aha, guck mal, wir haben noch was bekommen. Und zwar nochmal ein Glühwürmchen. Wir bekommen so viel Glühwürmchen. Und zwar, ich glaube, wir müssen jetzt zu der Roten Fontäne-Schule. Die liebe Tekna hat uns da schon den Tipp gegeben. Bevor wir da hingehen und bevor wir es nochmal vergessen, wir gehen jetzt wirklich nochmal in unser Zimmer und reden mit Musa und geben ihr das Minotaur. Und ja. Okay, und schwuppsdiwupps. Okay, so, jetzt müssen wir einmal nach oben und danach speichern wir. Lieber einmal zu viel speichern, als einmal zu wenig. Das ist immer das Gute daran. Okay, so, plupsi. Okay, wo ist sie denn, die Liebe? Ah, vielleicht ist sie in ihrem Zimmer hier. Musa, ich hab dein Minotaur-Ding ins Bummenshaar. Oh, die ist hier nicht. Och. Hallo, Flora. Die will nichts von uns. Halt. Genau. Jetzt. Hm. Ah, hallo, Kiko. Hallo. Oh, Kiko. Alles ist so verwirrend. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht.
Oh, Kiko ist so süß. Als ich jünger war, konnte man von ihnen ein Plüschtier kaufen. Und ich wollte unbedingt ein Plüschtier, aber da, wo ich war, gab es das nicht. Das habe ich nur im Internet gesehen. Stella ist auch nicht da. Nein, keine Ahnung, wo die liebe Musa ist. Irgendwo halt, ne? Irgendwo halt. Okay. Dann können wir ja garantiert jetzt mit ihr reden. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass dieser Zauber ihre Haare grün färbt? Was? Okay. Wessen Haare hast du grün gefärbt? Okay, jetzt gehen wir erstmal... Ach, so können wir nicht. Jetzt gehen wir erstmal runter, genau. Und dann erstmal speichern. Lieber zu viel gespeichert als zu wenig gespeichert. Außer es nimmt nicht auf, dann ist es nicht so gut. Okay, dann können wir jetzt hier weitermachen, genau. Ach, Quatsch, nein, 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 wir müssen wieder zurück. Wir müssen die Statue für die Rote Fontäne-Schule holen, wie ihr euch vielleicht erinnert habt. Haben wir das, die Rote Fontäne-Schule gesehen. Okay, wir müssen jetzt zu Null. Oh, zu Null, zu Null und zu der Eins. Aha. Cool. Das bedeutet, jetzt können wir zur Roten Fontäne-Schule gehen. Nämlich hier, richtig? Richtig. Okay. An dieser Stelle sehe ich euch das nächste Mal, wenn ich aufnehme, wieder. Und ja, bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.